Ach, was ist los mit, was ist nur los mit mir? Wieso bekomme ich ihn nicht mehr aus meinem Kopf? Hallo, ich würde gern etwas über den Helden der Nacht erfahren. Der Held der Nacht? Ah, tut mir leid, ich war in Gedanken versunken. Aber woher habt ihr gewusst, woran ich denke? Steht es mir etwa schon ins Gesicht geschrieben? Was soll ich nur tun? Diluc darf es nicht herausfinden. Ja, kommt auf Sabine aus, aber... Du sprichst von Diluc? Na, wenn das schon raus ist, kann ich euch auch die ganze Wahrheit erzählen. Ich schwärme eigentlich nur für einen. Ja, und das ist Diluc. Aber nachdem ich vom Helden der Nacht gerettet wurde, bin ich mir einfach nicht mehr sicher, was ich empfinde. Ach so? Wie sieht dieser Held der Nacht denn aus? Ich hatte viel zu viel Angst. Da habe ich nicht genau hingesehen. Ich kann mich nur noch an die Wärme des Feuers erinnern. Ich habe mich in seiner Nähe geborgen gefühlt. Feuer? War das vielleicht ein göttliches Auge? Oder, geborgen, könnte es jemand sein, den du kennst? Entschuldigung, den du kennst? Wir nehmen das zweite. Das kann ich nicht genau sagen. Vielleicht sind wir auch füreinander bestimmt. Es könnte doch sein wie Liebe auf den ersten Blick. Na gut. Vielen Dank, Donna. Nee, Donna. Nicht Donna, Donna. Dann überlegen wir mal, was wir mittlerweile so alles wissen. Es handelt sich um einen reichen Mann mit einem göttlichen Auge, der aber kein Ritter des Ordo Favonius ist. Ach, ich habe immer noch keine Idee. Und das nach all dem Gefrage. Wir müssen ihn wohl doch selbst zu Gesicht bekommen. Vielleicht sollten wir nachts in der Straße, in der Stadt auf die Suche gehen. Wenn wir Glück haben, treffen wir ihn vielleicht. Gut, dass es schon dunkel ist. Sie würde jetzt gerade sagen, er ist auf der Mauer, derjenige welcher. Glück gehabt. Mal verschnaufen. Anzeigetafel des Geschäfts.
Große Verkaufsaktion in der Engelsgabe. Erstkunden bekommen 30% Rabatt auf die erste Flasche Wein. Okay. Ich glaube, das hat uns jetzt nicht so viel gebracht, oder? Und ich glaube, er ist doch nicht auf der Mauer. Nachdem ich den patrouillierenden Wachen aus dem Weg gegangen war, habe ich nicht erwartet, euch hier anzutreffen. Das habe ich mir doch gedacht, ihr seid der Held der Nacht. Diluc ist der Held der Nacht? Darauf wäre ich nie gekommen. Nein, überhaupt nicht. Wir nehmen das Erste. Held der Nacht? Hättest du dir nicht etwas weniger Abgegriffenes einfallen lassen können? Was bitte? Das wird doch nicht das erste Mal sein, dass ihr diesen Namen hört. Ganz Mondstadt spricht von nichts anderem mehr. Langweiliges Geplapper. Na, wenigstens ist das ein Zeichen, dass alles gut läuft. Jetzt haben wir endlich das Geheimnis um den Helden der Nacht gelüftet. Also dann, Herr Held der Nacht. Jetzt reicht's aber. Es ist mir peinlich, wenn du mich so nennst. Oh Gott. Da hast du auch wieder recht. Wir sollten uns einen originelleren Namen einfallen lassen. Ritter. Pyro? Hä? Heißt Se beides? Also kann Se beides Pyro und Ritter heißen? Okay. Achso. Pyro-Ritter. Herr Pyro-Ritter, was ist hier geschehen? Ich glaube, er möchte gar keinen Spitznamen haben. In dem Sinne. Der Orden des Abgrunds war hier. Die schon wieder? Keine Ahnung, was sie wieder im Schilde führen. Sie scheinen etwas vorbereiten zu wollen. Die ganze Zeit über war ich ihnen immer einen Schritt voraus. Und trotzdem geben sie nicht auf. Habt ihr es die ganze Zeit allein mit ihnen aufgenommen? Oder warum wollt ihr euch nicht vom Ritterorden helfen lassen? Beide sehr berechtigte Fragen. Und ich glaube, wir haben ja schon mal erfahren, dass er mit dem Ritterorden, also er hatte früher mit dem Ritterorden zu tun, hat dann aber gesagt, irgendwie so in die Richtung, nee, kein Bock mehr auf den Ritterorden, weil ich glaube, er ist mehr so, er mag diese Regelungen nicht, die sie da haben, denke ich mal. Und hat dann halt gesagt, ja, ich mache jetzt hier meine Kneipe auf und mache passiv quasi noch, was mir halt in Sinn kommt für Gerechtigkeit und so. Ich glaube, so war das gewesen, so in die Richtung. Deswegen frage ich das Erste, weil das mit dem Ort, wo wir wohnen, das kennen wir ja halt.
Das kann man so sagen. Es sei denn, ihr kennt noch einen anderen Helden der Nacht. Uff, lass das nicht die guten Ritter hören. Die richtig guten Ritter. diese Ritter sind doch zum größten Teil nichts weiter als ein Haufen nutzloser Typen. Ich kann ihnen einfach nicht so viel Verantwortung anvertrauen. Ihr seid wahrhaft ein Held? Oder dann habt ihr wohl eine gemeinsame Vergangenheit. Das kennen wir ja schon vom Prinzip, weil das war in der Hauptstory. Mach das Erste. Ich mach das alles nicht, um Eindruck zu schinden. Jetzt habe ich so lange eure Fragen beantwortet. Könnt ihr mir jetzt auch einen Gefallen tun? Oh, wobei können wir euch denn helfen? Verliert kein Wort über meine Identität. Lasst vor allem niemandem vom Ordo Favonius wissen, was ich tue. Dieses Geräusch. Was ist das? Das war sehr lang. Was ist das? Ist das Unterstützung für den Orden des Abgrunds? Das sind nur kleine Fische. Ihr solltet keine Probleme haben, mit ihnen fertig zu werden. Ich kann mich nicht wegen solcher Kleinigkeit aufhalten lassen. Kümmert euch bitte um sie. Vergesst nicht, unser Geheimnis zu bewahren. Auf bald. Hey, du haust einfach ab? Ja, tut er anscheinend. Ja, easy. Hallo ihr beiden. Ich habe Geräusche gehört, die von hier kamen. Ist alles in Ordnung hier? Klar, nichts Außergewöhnliches. Ach, oder meinst du den Helden der Nacht? Eher Paimon oder Husten? Es ist natürlich beides verdächtig für den vom Ritter, vom Orden Favonius. Ich mach das Erste. Den Helden der Nacht? Habt ihr ihn etwa gesehen? Kalifax ist es. Was? okay. Oh, du bist der Held, der Mondstadt unerkannt beschützt. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Ritterordens. Oh, Paimon kann einfach nichts für sich behalten, ne? Und macht dann dumme Ausreden. Das ist wirklich nicht nötig. Wir wissen das zu schätzen. Aber wartet mal. Seid ihr nicht die Reisenden, die erst vor kurzem angekommen sind? Bevor ihr nach Mondstadt gekommen seid, gab es die Gerüchte über den Helden der Nacht schon längst. Na. Warum denkst du dir solche Lügen aus? Also, oder tut uns leid.
Das Problem ist, man sieht an den Antwortmöglichkeiten natürlich jetzt nicht, was ich antworten will. Deswegen ist es schwierig, was ich nehmen soll, aber ich glaube, es ist egal, wie öfters. Machen wir einfach das Erste. Ach egal, ihr scheint keine schlechten Menschen zu sein. Dennoch hoffe ich, dass ihr bald zum Ritterorden kommt, damit wir die Angelegenheit bezüglich des Helden der Nacht in Ruhe besprechen können. Es gibt Dinge, die man nicht in aller Öffentlichkeit bereden sollte. Die Pflicht ruft. Wir sehen uns, Reisende. Mann, 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 Paimon, ey. Einmal durch die Ecke laufen. So. Wir haben es ja noch mal irgendwie hingekriegt, dass Paimon sich da fast verplappert hätte. Aber was mich interessieren würde, was Diluc denn dazu sagt, dass Dona sich in ihn verschossen hat. Verguckt hat. Aber das werden wir, glaube ich, nicht erfahren. Hofmann. Oh, kite. Oh, ihr seid es. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben das letzte Mal über den Helden der Nacht geredet. Wisst ihr vielleicht noch etwas über ihn? Dürfte ich erst fragen, ob es einen besonderen Grund gibt oder kein Problem, aber wir wissen wirklich nichts weiter über ihn. Ich mache das erst so. Finde ich gerade irgendwie passender. Ach so, ich hätte euch natürlich gleich alles erzählen können. Entschuldigt bitte meine Manieren als Ritter. Es ist nämlich folgendermaßen. Seht euch das hier an. Meine Güte, das ist schlecht geschrieben von Paimon. An den Helden der Nacht, der, kann man nicht lesen, hat die längste Zeit deinen heuchlerischen Feldzug der sogenannten Rechtschaffenheit tatenlos, Fragezeichen, kann man nicht lesen. Wir, Fragezeichen, dich, vermutlich, wir fordern dich hiermit heraus und werden, Fragezeichen, abends einen Angriff auf Mondstadts Haupttore starten. Wenn du tatsächlich so an der Gerechtigkeit hängst, solltest du unsere, ich vermute mal, Einladung soll das dann sein, annehmen und dich nicht verstecken. Erscheinst du nicht, werden die Wachen Mondstadts an deiner Stelle den Kopf hinhalten müssen. Okay, versuchen nochmal. Der. Das erste sind zwei Worte, würde ich sagen. Also, okay, wow. Oben drüber steht der Brief vom Orden des Abgrunds. Also der Orden des Abgrunds steht dann wahrscheinlich da, hat die längste Zeit deinen heuchlerischen Feldzug der sogenannten Rechenschaftenheit tatenlos zugesehen. Wir fordern dich hiermit heraus und werden wann abends? Heute abends? Ne, das hört sich irgendwie doof an, keine Ahnung. Das kann ich mir nicht zusammenreimen. Und werden heute abends, nee, das passt nicht, morgen abends, wann schreibt man abends? Wenn man eigentlich ein Datum angibt, ne, den so und so vielten abends, dann schreibt man das, aber nicht morgen abends, oder? Da würde ich persönlich erst schreiben, morgen Abend.
Okay. Aber wir haben ihn ja fast, bis auf das eine Wort haben wir ja entschlüsselt. So, zurück. So, das haben wir schon vorgelesen. Ich kann das bei genauerem Hinsehen immer noch nicht ganz entziffern. Ah, eine Geheimschrift, okay. Ja, der Text ist im Großen und Ganzen normal geschrieben. Für einige Stellen wurde aber eine Geheimschrift verwendet. Man kann den Inhalt aber vom Kontext her erschließen. Dies ist eine Herausforderung des Ordens des Abgrunds an den Helden der Nacht. Jetzt haben es die Bösen richtig auf den Helden der Nacht abgesehen, ja? Ja, das hast du richtig erkannt. Ich hoffe, dass wir möglichst bald mit ihm Kontakt aufnehmen können, um ihm zu helfen. Es geht hier schließlich nicht allein um den Helden der Nacht, sondern um ganz Mondstadt. Meine Antwortmöglichkeiten, danke für die Information. Oder ich werde die Augen offen halten. Und hier würde ich gerne, ich werde die Augen offen halten, sagen. Gut, wenn ihr etwas erfahrt, kommt jederzeit zu mir.